Die Ebola-Krankheit ist erstmals in den USA nachgewiesen worden. Ein Liberianer brachte das tödliche Virus aus seiner Heimat nach Texas. Dabei haben die Behörden offenbar wertvolle Zeit verstreichen lassen, in der der Mann andere Menschen angesteckt haben könnte. Obwohl er schon vor Tagen im Krankenhaus war und auch seinen Aufenthalt in Liberia erwähnte, wurde er wieder nach Hause geschickt. Eine Krankenschwester soll die brisante Information nicht weitergegeben haben. Das westafrikanische Liberia ist am schwersten von der Ebola-Seuche betroffen. An die 2000 Menschen sind dort bereits der Seuche zum Opfer gefallen. Die US-Regierung ist alarmiert. Wir vertrauen auf die ausgereifte medizinische Infrastruktur der Vereinigten Staaten, um den Bedürfnissen von Ebola-Infizierten zu entsprechen und eine Ebola-Epidemie in den USA zu verhindern. Damit sich das Virus nicht wie in Afrika unkontrolliert ausbreitet, suchen die Behörden nun fieberhaft nach Menschen, die mit dem Liberianer zuletzt zusammen waren. Vor seiner Einweisung ins Krankenhaus hatte er auch Kontakt zu Kindern im schulpflichtigen Alter.